Der Ungaro-Ring. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich doch auf dieses Rennwochenende. Ja, richtig gehört. Seit F1 2015 hat es doch einen kleinen Knick gemacht, also nach dem ersten Rennen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2015. Großer Preis von Ungarn. Ja, Punkte. Und er quert 21 Punkte schon Vorsprung. Eigentlich habe ich ja mal gesagt, Ungarn das Rennen vor Spa und Monza, was ja wirklich ein richtiges Highlight ist, dann Singapur, naja, und dann vor allem eben Japan. Diese drei Strecken, ausgenommen eben Singapur, absolutes Highlight, aber Ungarn, ich muss mich wirklich drauf freuen. Ich muss mich drauf freuen, klingt komisch, aber ich freue mich drauf, ja. Bei F1 2015 macht mir die Strecke doch irgendwie deutlich mehr Spaß als zuvor, als ich sie eben zuvor so kennenlernen durfte. Hoffentlich kann ich diesen Schwung einfach mal mitnehmen. Ja, Großbritannien, das Rennen dort. Der Chaos-Faktor war da. Er war schon mal größer, er war da. Deswegen sage ich, ich gehe immer von einem normalen Rennen aus. Nicht unbedingt von, da könnte es jetzt regnen und dann, ja, ist da ganz, ganz viel Chaos für gewöhnlich. Deswegen weiter nach vorne denken. Aber nee, das lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Und heute im freien Training will ich einfach mal das verloren gegangene Österreich-Rennen ansprechen. Also, um genau zu sein, Schnitte. Schnitte bei den Videos. Dazu später mehr, aber erstmal wollen wir loslegen. Hier sind wir immerhin wieder auf Platz 2 und ich denke mal, in den nächsten Rennen wird sich das wieder so langsam einpendeln, dass wir uns wirklich da absetzen können. 30 komplett 50. Ihr kennt das Spiel ja schon. Wie oft mache ich das eigentlich schon? Seit 256 Folgen, wenn ich es mal nicht vergessen habe. Ich glaube, Silverstone war Folge 255. Legende an, komplett und streng. Und Valve noch kontrollieren. Das passt alles soweit. Und besonders, ja, das Duell mit Mary im McLaren Honda. Klar, wir waren da ganz, ganz hinten im Feld, aber das hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Auch der Wagen hat sich für die Verhältnisse einfach richtig schön um die Kurven bewegen lassen. Aber genug, wir legen jetzt erstmal los, denn das Laden ist abgeschlossen. Willkommen in Budapest, wo wir uns für den Start des großen Preises von Ungarn bereit machen. Die Teams nehmen gerade noch letzte Änderungen an ihren Wagen vor, um auf die feuchten Witterungsbedingungen auf der Strecke beim heutigen Training zu reagieren. So, wir kommen langsam zum entscheidenden Teil der Saison. Nachdem wir schon die Hälfte hinter uns haben, wissen wir nun endlich, welche Teams die beste Performance hinlegen und welche Teams noch aufholen müssen. Was für eine Saison für Lewis Hamilton. Er und sein Mercedes dominieren das Feld beinahe schon. Er wird fest daran glauben, dass es so weitergehen wird und er sich den Weltmeistertitel sichern kann. Ein zentrales Gesprächsthema im Fahrerlager sind vor dem heutigen Rennen die Gerüchte, dass McLaren mit Valtteri Bottas über eine mögliche Anstellung in der nächsten Saison verhandelt. Könnte das tatsächlich passieren? Würde der Finne Williams verlassen, um dann bei McLaren in Woking an den Start zu gehen? In der Formel 1 weiß man sowas nie. Bottas ist einer der Shootingstars in diesem Sport. Sein Agent wird für ihn nach einem Team Ausschau halten, das ihm die Möglichkeit bietet, seinen ersten Weltmeistertitel zu gewinnen. Ja, so schnell kann die Freude auf eine Strecke vorbei sein. Starkregen. Immer nur Starkregen. Das kennen wir mittlerweile. Wenn es regnet, dann eben so. Alles andere kommt sehr selten vor. Also ein leichter Regen. Nun gut, dann müssen wir uns... Müssen wir uns damit anfreunden? Erstmal wieder Setup laden. Jetzt könnte ich das Männer-Nass-Setup laden. Ich kann es mir mal anschauen, ob es da irgendwelche großen Veränderungen, vor allem beim Flügel, gibt. 8-7, ich bin, glaube ich, mit dem Force India weniger gefahren. 7-6 vielleicht, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Können wir mal kurz durchgehen. Kann man das im Endeffekt mal vergleichen. Und benutzerdefiniertes Laden. Jetzt nehmen wir das mal hier unten. Force India. Frontflügel vor allem. Ja, 7-6. Lag ich sogar richtig. Ja, sowas. Hat also genau gepasst. Ja, ein paar Runden absolvieren. Wir nehmen auf jeden Fall mehr mit. Heute mal 20 Kilogramm. Und an sich, ich gehe immer davon aus, habe ich auch gerade wieder erwähnt, ein normales Rennen auch bei normalem Wetter. Und was sollte hier möglich sein? Also Punkte wird schon ein etwas schwererer Kampf. Warum? Nun ja, mit dem Fuß in dir war es hier sehr schwierig auf Experte. Letzte Saison hat uns die Boxenstopp-Strategie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da war auch Q3 mit dem Red Bull
nicht drin. Da ging es nach Q2 wieder zurück in die Garage aus dem Auto. Ja, aber gut, wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben nämlich was zu tun, uns mit diesem Wetter hier anzufreunden. Die Strecke ist nass. Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst. Ein Gefühl für die Bedingungen. Ich würde auch ganz gerne mal ein paar Bedingungen stellen, und zwar an das Wetter. Naja, so Punkte werden hier heute bestimmt schwierig werden. Für das Rennen peile ich nach der Erfahrung aus der letzten Saison 3 Stops an. Bei 2 war auf jeden Fall verkehrt. Die Härteren haben uns dann einfach das Rennen gegen Rennende kaputt gemacht. Weil ich mit denen einfach viel zu langsam war, währenddessen die anderen auf anderen Reifen unterwegs waren, nämlich auf frischeren, besseren Wetterbericht. Auch noch Starkregen für unbestimmte Zeit. Ja, Österreich-Rennen, das habe ich dann sofort, also das verloren gegangene Rennen, habe ich auch am gleichen Abend, wie ich es aufgenommen habe, noch geschnitten. Okay, du scheinst da draußen Schwierigkeiten zu haben. Wenn du an die Box kommen willst, können wir gerne ein paar Verbesserungen vornehmen und frische Reifen aufziehen. Ich habe mir den Gedanken gespielt, das einfach mal in ein paar Häppchen zu fassen, also bestimmte Stellen komplett rauszunehmen, ja. Absolut verständlich. Und letztendlich habe ich mich dann auch wieder schnell entgegen dieser Meinung, oder nee, was heißt Meinung, dieser Idee entschieden. Ich habe es mir dann einfach mit diesen ersten Versuchen angeschaut und ich fand es einfach nicht toll. Ich bin allgemein, ihr erkennt es wohl ganz unschwer in meinen Videos, kein Fan von geschnittenen Let's Plays. Also geschnittenen Let's Plays, was meine ich damit? Dass man einfach... Sagen wir, wir nehmen es einfach anhand von F1 2015 an, in einem Rennen. Wir sind in Runde 6, dann passiert jetzt nicht allzu viel. Wir fahren für uns alleine und dann in Runde 9 kommt jemand aus der Box vor uns wieder raus. Und dann schneide ich einfach mal 3 Runden weg. Davon bin ich einfach kein Fan. Und ich sehe es an sich so, die Let's Plays sind für mich auch eine gewisse Art der festgehaltenen Erinnerung. Ich schaue mir im Nachhinein gerne eben an, ja, was hast du damals so erlebt? Und zwar mit allen Ecken und Kanten. Und ich finde es auch bei geschnittenen Let's Plays, na, für den Zuschauer vorweggenommen. Wenn man eben seine Let's Plays schneidet, dann nimmt man dem Zuschauer vorweg, was er sehen kann. Nicht, was er sehen muss oder sehen will, sondern was er kann. Wenn ich was wegschneide, dann habt ihr keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen. Und dann ist das einfach weg. Also, das ist nicht mein Fall. Weil ich es eben so sehe, Let's Plays sind auch eine gewisse Erinnerung. Und der Zusammenhang, der geht dann auch verloren, weil wenn ich jetzt bloß die Pausen, wo ich nichts sagen würde, wegschneiden würde, dann wäre das ziemlich durcheinander und... Ich mag es einfach so lieber. Ich mag es so als Let's Player selbst und... Upsa, komplett okay, verpasst. Radar wird das Wetter nicht besser. Wenn ich merk schon. Wenn du den Reifen durch hast, komm rein für einen neuen Satz Regenreifen und ein bisschen Zeit im Trocknen. Was? Ein bisschen Zeit im Trocknen? Also in der Garage meinst du? Weil einen weiteren Regensatz werde ich hier ganz sicher nicht aufschnallen. Wir haben einfach zu wenige. Wenn es das gesamte Rennwochenende durchregnen sollte? Nee, danke. Ja, ich mag es als Let's Player und auch als Zuschauer lieber, wenn das einfach durchgängig ist. Das Spielerlebnis durchgängig. Oh, der Randstein, heftig. Ich habe es schon mal bei City Skylines angesprochen. Ich habe zwar auch ein paar Dinge abseits der Aufnahme gemacht, vor allem auch gegen Ende, als ich die letzte Folge vorbereitet habe, habe ich es aber auch angesprochen. Ich mag das nicht, wenn man zum Beispiel dann... in der einen Folge, wo aufhört, und in der nächsten Folge beginnen wir da wieder, aber dann habe ich irgendeine Idee, die vielleicht etwas komplizierter ist. Und dann kann der Zuschauer nicht sehen, ja, wie habe ich denn jetzt zum Beispiel irgendein Autobahnkreuz gebaut, bei City Skylines eben bezogen. Das finde ich eben schade und für mich gehört das einfach dazu. Ich mag das auf jeden Fall so sehr viel mehr. Und so gebe ich immerhin noch dem Zuschauer die Chance, dass er, wenn ihm gerade was als langweilig erscheint oder was auch immer, das einfach zu überspringen.
Ich kann zwar insofern nicht verstehen, warum man das macht, aber das ist letztendlich jedem selbst überlassen. Also ich spule in Videos selbst auch gar nicht wirklich vor. Also wenn ich selbst mir ein Video anschaue, dann in völliger Gänze. Ist zumindest bei mir der Fall. Sieht jeder anders und so biete ich auf jeden Fall die Möglichkeit an, dass das jeder frei entscheiden kann. Oh, das Heck wieder. Nun klar, jetzt haben wir zum Beispiel Silverstone gehabt, als ich dann... wann war das genau? Ich glaube beim letzten Boxenstopp, als ich reingefahren bin, habe ich ja mal kurz das Spiel unterbrochen, weil eben ich das Gefühl hatte, dass das Lenkrad nicht mehr so ganz fest ist. Oder dann gibt es eben auch Sachen, da klingelt es vielleicht gerade an der Tür, weil du gerade am Nachmittag, am Wochenende aufnimmst oder... Es kommt gerade ein Anruf rein, sowas eben. Da kann ich mich noch an Watch Dogs erinnern. Also da gab es zwei Anrufe in, glaube ich, zwei aufeinanderfolgenden Folgen. Oder auch bei Just Cause 3, da kam der Paketbote einfach so mal hereingeschneit. Also an die Tür geschneit. Oder dann gibt es zum Beispiel Never Alone, was ich gespielt habe, wo ich an dieser einen Ecke in einer Höhle nicht weiterkam. Und da habe ich einfach für mich mal geschaut, aber bei Dying Light wollte ich... Oh, kommt die Folge eigentlich schon raus? Ja, die kam schon raus, ja. Nicht, dass ich jetzt, falls hier jemand zuschaut, der auch Dying Light schaut, was vorwegnehme. Da gab es eben eine Szene, da habe ich was nicht gefunden. Und ich habe gerade eigentlich für mich beschlossen, weil ich schon seit 10 Minuten rumgehampelt bin auf einer kleinen Fläche und es nicht gefunden habe, dass ich es einfach für mich jetzt mal suche und euch dann wieder einschalte, wenn ich das gefunden habe. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, im Nachhinein war ich froh, dass ich das nicht machen musste oder mir das vorweggenommen wurde, weil ich finde die Reaktion dann einfach schön, wenn man einfach auch jetzt, sagen wir mal, 20 Minuten eine Folge lang nur sucht und was einfach nicht findet, weil man sich so blöd anstellt. Dann kann das auch unterhaltend sein, für meinen Geschmack. Und dann die Reaktion. Hätte ich da das, was ich gesucht habe, abseits der Aufnahme gefunden, hätte ich vielleicht meine Reaktion so nicht wahr drauf gehabt. Und das hätte ich dann auch wieder schade gefunden. Aber gut, Jeff redet immer noch, hat aber noch nichts zur Strecke gesagt, deswegen lässt er mich jetzt in Ruhe. Mit einem niedrigeren Heckflügel und weicheren Frontfedern können wir das Untersteuern etwas reduzieren. Okay, lass und lässt, das versteht er nicht. Lass mich in Ruhe. Alles klar. Ich will jetzt nämlich noch, für den Fall der Fälle, dass wir hier auch im Regen fahren müssen, einfach nochmal den Wagen konstanter hier um die Ecken bewegen. Nur weil es Regen ist, genauso wie weil Monaco heißt, nicht gleich von vornherein aufgeben. Mir ist bewusst, das war auch in Österreich so. Ich will dann einfach hier auf Legende, weil mir bewusst ist, dass ich noch zu langsam bin, einfach viel zu schnell fahren. Und da muss ich mir gewissermaßen auch Zeit lassen. Man fängt an, sein Limit von unten zu finden. Man fährt nicht über das Limit hinaus und passt sich dann nach unten an. Nee, genau andersherum. Und so muss es ja auch sein. Ich für meinen Teil muss sagen, ich hätte ganz gerne hier aktuell jetzt lieber, dass die KI die gesamte Saison über so schnell fährt. Ich meine nicht die ganzen Probleme, die sie mit Überrundung oder so hat, dass sie so schnell fährt wie in Spanien. Weil da war ich das gesamte Rennen über unserem Teamkollegen Sebastian Vettel doch recht nahe. Würde ich auf Experte fahren, würde ich mir wünschen, die KI wäre überall so wie in Austin. Da ist sie nämlich einfach verdammt gut. Und Silverstone war dann wieder deutlich, das war eine Strecke, die mir gefallen hat, die mir gefällt und wo auch dieser Chaos-Faktor mitspielt. Aber wir haben gesehen, wir waren langsamer als der Force India. Und das heißt was? Hier wird das schon ein enger Kampf um die Punkte werden, denke ich mir, bei einem trockenen Rennen. Aber so ist das halt.
Ich finde deswegen immer noch das Belgien-Rennen mit dem Force India ganz klar abkürzen, habe ich auch so gesehen. Unverwunderlich. Mit dem Force India das Regenrennen in Spa, da lief der Wagen auch so gut. Da hatte ich aber eben auch mehr Puffer. Ich konnte sagen, ja, fährst du einfach langsamer, sicherer und tastest dich noch langsamer ran. Aber dafür bist du dann wirklich auch auf der Strecke und baust keine großen Fehler. Bloß auf Legende habe ich nicht so viel Spielraum, weil ich weiß, dass ich schon von Haus aus langsamer bin als meine direkte Konkurrenz. Zumindest die eigentlich meine direkte Konkurrenz sein sollte. In dem Fall mein Teamkollege an erster Stelle. Man kann, wenn ihr eben zum Beispiel noch die Expertensaison auf Force India, die Force India-Saison auf Experte im Hinterkopf habt, wenn ihr euch so nochmal die Rennen vor Augen führt, ja, wo haben wir wirklich dominiert gegenüber den Teamkollegen und wo war es relativ knapp, zum Beispiel in Austin oder auch in Bahrain, dann kann man sich schon sagen, ja, das wird dann wohl auch auf Legende umso schwieriger werden, weil die Relation hat sich nicht weiter geändert. Austin ist auf Legende auch nochmal eine ganze Ecke schwieriger als eben zum Beispiel in Spanien. Ist uns sehr bekannt. Ja, das war wieder zu weit draußen. Da haben wir in der letzten Saison die Erfahrung gemacht. Ja, da haut er mehrere Strafen. Verwarnung rein. Im Rennen dann eben mehrere Strafen. Finde ich schade. Naja, wir kennen es aber auch. Oh, danke, Button. Ich wollte jetzt nicht zu schnell da durchfahren. Deswegen mache ich das so langsam, weil ich abgekürzt habe. Und ich habe auch die Renneinstimmung für Spanien, natürlich kam die schon raus, habe ich jetzt mal aufgenommen die Tage. Und da ist mir aufgefallen, dass man doch nochmal deutlich Benzin sparen kann, wenn man wirklich den Wagen vor den Kurven etwas rollen lässt, also Lift and Coast betreibt. Vom eigentlichen Anbremspunkt, vom Gas geht, den Wagen rollen lässt und dann eben etwas später als eigentlich wirklich anbremst. Und das finde ich dann wieder ziemlich toll im Spiel, dass sowas realistisch im Vergleich zur Realität umgesetzt wird. Und das sind eben wieder die Dinge, wo ich mir sage, ja, für ein 2015 die vielen guten Seiten, auch die Reifensimulation oder auch der Boxenfunk und auch noch ein paar andere Sachen, die wir alle schon kennen, bei so vielen Folgen, die machen das Spiel einfach wieder gut und dann kommen dann solche Kleinigkeiten wie irgendwelche Bugs oder Fehler, Spielabstürze, wieder in den Hintergrund und dann sage ich mir, ja, F1 2015 macht mir mehr Spaß, als dass es mich letztendlich ärgert und deswegen spiele ich es einfach weiter. Wobei ich es wieder sehr schade finde, dann auch wirklich so zu fahren, also gedrosselt, benzinsparend. Klar, es ist zwar realistisch, aber es spricht dann doch gegen die Natur des Rennfahrens. Material schon. Ein alter Hut. Deswegen will ich es auch ungern machen, aber den Eindruck hatte ich mit einem Rennen jetzt erstmal, weil mir das wirklich mal in den Sinn kam, dass es wirklich was bringt. Mal schauen, ob wir das im Rest der Saison nochmal irgendwie umsetzen können. Mit dem Ferrari spart man ja sowieso Benzin und wenn jetzt noch Lift and Coast, wie es den Anschein macht, im Spiel auch noch eine Bedeutung hat, dann kann das ja richtig rund gehen. Klar, es macht uns schneller, aber so darauf zu achten, ist nicht unbedingt das, was ich mir unter Rennfahren vorstelle. Aber das werden wir mal sehen. Und in Spanien hatte ich auch das Gefühl, weil die beiden Rennen ziemlich nah aufeinander folgten. Also Spanien-Rennen, hier mit dem Ferrari und dann eben die Renneinstimmung, dass der Red Bull nicht unbedingt mehr Abtrieb hat. Also mir liegt der Ferrari deutlich besser. Klar, der Ferrari ist der zweitbeste Wagen, aber abtriebsmäßig ist der Ferrari meiner Meinung nach nicht wirklich schlechter dran. Vielleicht minimal. Aber ich habe eher das Gefühl, der Ferrari ist da auch nochmal ein klein wenig besser als der Red Bull. Dafür kann der Red Bull an sich mehr Reifen schonen. Jetzt gehe ich immer mit dem vierten Gang ran. Die Rundenzeiten haben sich auch verbessert, aber ich meine, die Strecke ist auch besser geworden. Es regnet weniger als eben noch zu Beginn. Deswegen werden auch die Rundenzeiten besser. Wetterbericht. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten.
Dann scheint es irgendeinen Umschwung in 15, 20 Minuten zu geben, wenn Jeff uns eben so kommt. Ordentliches Untersteuern hier. Sekunden im Mittelteil, jetzt habe ich erstmal nicht auch geschaut. Die anderen Runden waren halt schon deutlich besser. Die letzte, wenn ich es richtig gesehen habe, eine 1,37, aber es war ja keine gültige. Oh ja, ich kann mir durchaus vorstellen, gegen Ende des freien Trainings wird die Strecke mit den grün markierten Reifen mit den Intermediates noch zu befahren sein. Ja, schaut mal, so viele Fahrfehler und eine 1,37. Das spricht für sich. Das kann man so schön schnell falsch verstehen. Pfirsich. Lecker Pfirsichsaft. Müssen wir mal die Temperatur im Auge behalten. Wir könnten auch mal eben an die Box fahren. Zeitlich wäre es noch ganz gut. Die Strecke ist nicht allzu lang. Und jetzt 9 Runden. Das wäre eigentlich wirklich die Zeit gewesen. Letzte Runde oder eben diese. Jetzt auf die weicheren Reifen, auf die Options zu gehen. Wir fahren mal kurz rein und schauen uns die Delta-Zeit an zwischen den Reifen, zwischen den Intermediates und den Regenreifen. Naja, ungültig. Wir fahren jetzt sowieso rein. Wäre noch ein Wort zu geschnittenen Let's Plays oder nicht? Weil Let's Play heißt ja an sich erstmal bloß, man spielt ein Spiel, nimmt es auf und kommentiert dazu live. Ein Commentary wäre eben so, dass man was spielt und dann separat im Nachhinein, nach der eigentlichen Aufnahme, nach dem eigentlichen Spielen, dann noch seinen Kommentar aufnimmt. Und Let's Plays, ob jetzt geschnitten oder ungeschnitten, ist jetzt für mich keine Definitionsfrage. Aber ein Spiel, was halt schwierig zu Let's Playen wäre, wirklich auch interessant zu gestalten, wäre Arma 3 und da eben die Server-Mod Altis Live. Das merke ich eben. Also wer Altis Live kennt, der weiß jetzt, wovon ich rede, aber da ist man auch gut und gerne mal nur, sagen wir mal, 5 Minuten damit beschäftigt, an einer Stelle zu stehen und zu sammeln. Da müsste man wieder schauen, dass man sich irgendeine Geschichte ausdenkt, weil Altis Live ist an sich ein Rollenspiel, das man eben selbst gestaltet. Man selbst denkt sich eine Figur aus und spielt die dann einfach. Und da müsste man schauen, dass man irgendwie sich eine Geschichte um seine Figur erstellt, dass man eben auch solche Sammeleien dann wirklich spannend gestalten kann, ohne da wirklich was zu schneiden. Also nicht, ich sage jetzt nicht so, oh, Altis Live, klingt interessant, das will ich jetzt sofort mal let's playen. Das wird wohl so einfach nicht aus dem Ärmel zu schütteln sein. Da braucht es dann doch schon Gedanken dahinter. Habe ich mir auch schon mal die Frage gestellt. Weil Altis Live finde ich auch sehr interessant, macht mir zumindest Spaß, immer mal wieder. Aber wir sind hier bei FAN 2015 und wollen jetzt nochmal die Reifen anschauen. Wollt bloß nochmal die Zeit hier in die Box anderweitig überbrücken und das meine ich einfach. Ungeschnittene Let's Plays, man muss halt auch einfach zusehen, was man gerade so erzählt. Ich hätte jetzt auch einfach die ganze Zeit schweigen können. Das hätte ich vielleicht mit meiner 4. Aufnahme auf diesem Kanal gemacht. 4. Folge Flatter 2. So eine Zeit hier zu überbrücken, wenn ich einfach nicht weiß, was ich erzählen soll. Aber mittlerweile sind es ja über 1800 Videos und die Intermediates werden besser, sind aber noch langsamer. Könnten, ja, schaut mal, die Delta-Zeit schreitet schneller voran ins Negative, also dass die grün markierten schneller werden. Das kann man mit bloßem Auge erkennen, als eben noch vor 20 Sekunden. Das kann man wahrnehmen. Das machen wir. Ich will jetzt noch warten. Ich glaube, wir fahren auf Intermediates raus, wie in Silverstone. Gegen Ende der Session dann nochmal auf den richtigen Reifen unterwegs sein. Was haben wir denn noch? Also, was würde ich denn dann für Q1 mitnehmen? Also mit den härteren Reifen weiterkommen, denke ich, wird hier nicht möglich sein. Ich habe mehr Abtrieb als mit dem Red Bull drauf. Und ich habe mir auch mal herausgeschrieben, was letztes Jahr für Q2 und für Q3 an Zeiten gereicht hat.
Können wir am Qualifying dann mal Zahn nehmen? Brauchen wir nicht jetzt. Und da denke ich mir, weil diese Strecke, auch wenn sie mir jetzt mehr Spaß macht, wird sie schwieriger sein als eben andere. Sagen wir einfach Spielberg. Mehr Abtrieb als mit dem Red Bull, gleicher Abtrieb wie mit dem Force India. Der Ferrari ist aber auch an sich ein sehr schneller Wagen und die meiste Zeit macht man hier eben in den Kurven gut mit mehr Abtrieb, weil es gibt an sich bloß eine wirkliche Gerade, wenn man jetzt mal von dieser Bergaufpassage Ende des ersten Sektors absieht. Ich will nochmal kurz auf das Wetter schauen, weil wir warten noch etwas. Also Ziel, Red Bull wird wohl, die werden Williams hier ernsthaft angreifen, weil Ungarn eben den Red Bull wieder entgegenkommt. Und da werden wir uns wohl als fünfte Kraft einreihen, also wir auf der 9, bestenfalls, bei einem normalen Rennen. Ja, wie gesagt, bei einem Rennen, wo ich von normalen Bedingungen ausgehe. Also es wird aufhören zu regnen, sagt uns die Vorhersage. Es wird im Rennen... schwierig. Weil wir haben ja schon gesehen, die Wettervorhersage stimmt ja auch nicht immer. Es wird von Beginn an Regen erwartet, steht da oben auch in Schriftform. Ja, was heißt da jetzt? Für was? Meistens hat die Wettervorhersage gestimmt. Ausnahme war... das Rennen in Kanada und in Österreich. Ja. Spanien war trocken. Genau. Und Österreich wäre gegen Ende mal kurz nass geworden. Wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Reifen an. Sind wir jetzt schon bei unter 2 Sekunden bei den Intermediates, die jetzt... ja, fast... knapp über 2 Sekunden, die noch langsamer sind. Also auf den Reifen werden wir auf jeden Fall nochmal rausfahren. Wäre jetzt mit der verbleibenden Zeit Q1. Ich würde in der Box mich da wieder für die Intermediates entscheiden. Und dann werden wir jetzt auch gleich mal rausfahren, nehmen aber etwas weniger Benzin mit. Ja, ich merke, habe ich das in Österreich zum ersten Mal angesprochen? Wenn ich das freie Training aufnehme, geht gerade die Sonne unter und im Vergleich zu Österreich... Ne, den Wagen habe ich ja in Kanada zerlegt. Stimmt ja, in Kanada. In Kanada und mittlerweile ist es doch deutlich heller als eben noch im freien Training von Kanada am Ende. Ich habe noch die falschen Reifen. Sehe ich gerade blau über unser Chassis schimmern. Wie viel sind die jetzt besser? Oh. Sind wir schon bei 1,4 angekommen. Gut, und Benzin habe ich auch richtig mitgenommen. Nicht so wie in Silverstone, ja. Etwas weniger, aber auch noch zu viel. Aber wir fahren raus. Vorhin noch von Pfirsichsaft gesprochen. Und jetzt schon Apfelsaft in der Hand. Und in der Kehle. Gehabt. Oh, jetzt wäre es mal interessant gewesen, auf was für Reifen sind die jetzt rausgefahren. Noch sind die Regenreifen besser, noch, aber in 2 Runden nicht mehr. Oder vielleicht schon in einer Runde. In 2 aber ganz sicher. So, pardon nochmal. Da hat sich ein... etwas Apfelschale im Hals verklemmt. Nee, natürlich Quatsch. War mal wieder eine kleine Erklärung für irgendwas wie... mit dem, was war's, blauen Schild im Qualifying von Österreich, genau. Also noch kühlen die Reifen etwas zu sehr ab, aber es wird nicht mehr lange der Fall sein. Und die lassen sich jetzt schon etwas angenehmer fahren. Aber beim Herausbeschleunigen merke ich dann nochmal, da kann ich nicht so aufs Gas steigen, wie vorhin noch. Den Reifen fehlt auch noch etwas Kerntemperatur, kann auch gut sein. Jetzt muss ich die Kurve wieder abkürzen. Na gut, ich muss nicht, aber ich mach's. Dafür habe ich Geschwindigkeit rausgenommen. Wäre das im Rennen gewesen, hätte ich noch etwas mehr Geschwindigkeit rausgenommen. Motor behitzt aktuell auch noch. Ich wollte jetzt auch im freien Training mal wieder mehr die Reifentemperatur irgendwann mal wieder in den Vordergrund setzen. Ob jetzt anfangs, mittig oder gegen Ende, sei jetzt mal dahingestellt. Jetzt habe ich nicht seine Reifen erkennen können, es ging zu schnell. Ich meine aber noch, ich habe da was Blaues vermerken können. Aber alles ohne Gewehr.
Mit Ä. Jetzt kommt mir das Heck im dritten Gang. Allzu früh kann ich da aktuell noch nicht hochschalten, weil ansonsten verspüre ich wieder zu viel Untersteuern. So, wann bremse ich mit Intermediates an? Das war jetzt gar kein schlechter Punkt, aber jetzt habt ihr wieder gemerkt, da kam mir das Heck rum. Die Reifen sind noch nicht ganz optimal. Beziehungsweise ich fahre noch nicht für diese Bedingungen optimal aus der Kurve heraus. Jetzt kommt mir auch wieder das Heck, obwohl ich nicht viel Gas gebe. Es ist nämlich gerade auf Messers Schneider. Jetzt werden wir gerade an diesem Punkt sein, wo die Intermediates minimal schneller sind. Aber mal neben die Dialien gekommen, dann sieht das mit dem Grip-Verhältnis wieder anders aus. Aber je trockener eine Strecke wird oder ist, desto besser komme ich damit zurecht. Ich sage jetzt auch mal allgemein, desto besser kommt der allgemeine Spieler zurecht. Weil man kann klar erkennen, dass es zwar nicht mehr so krass wie bei Feind 2014 ist, der Regenunterschied zwischen einem selbst und der KI, aber er ist auf jeden Fall noch vorhanden. Wetterbericht. In etwa 10 Minuten sollte das Wetter auf leichten Regen umschlagen. Das ist doch jetzt schon leichter Regen. Na gut, man kann auf jeden Fall noch Pfützen erkennen. Aber die Optik der Strecke und dann die tatsächlichen Bedingungen, das sind hier eben andere Paar Schuhe. Wir haben es in Kanada erlebt, mit dem Ferrari wieder mal. Der Himmel ist auch deutlich bläulicher geworden, Wolken verziehen sich eher etwas, die Rundenzeit wäre schon besser gewesen mit einigen Fehlern am Ausgang, aber sie war nicht gültig. Q3 könnte schwierig werden, könnten wir gerade so nicht erreichen, werde ich aber auf jeden Fall anpeilen, es muss ja mit dem Ferrari. Und ich glaube, im Rennen werden wir hier wieder besser zurechtkommen. Irgendwie habe ich da so ein Gefühl. Aber selbst das heißt ja nichts. Das Gefühl kann einen auch gerne mal im Stich lassen. Vettel jetzt drin, der wird wohl an dem Punkt sein, wo er sich sagt, ja, jetzt heißt es Intermediates aufziehen. Zu weit raus und da ist die Runde auch schon ungültig. Obwohl ich da deutlich Zeit liegen lassen habe. Oder habe liegen lassen. Das war auf jeden Fall abkürzen. Dafür hat mein Ausgang dann auch wieder nicht gepasst. Jetzt gehe ich mal kurz in den dritten Gang. Ist zwar noch schwieriger mit dem Heck. Aber ich habe den Wagen nicht wirklich um die Kurve bekommen. Wir sind noch gar nicht auf Fett gefahren. Im freien Training, aber es ist ja auch ganz schön pitsche-patsche nass. Deswegen unterlasse ich das lieber, wie viele Verwarnungen wir in dieser Runde haben. Das wird dann wieder bei der Vorfahrliste gleich in den nächsten Minuten ganz schön gelb sein, weil wir wieder hervorgehoben werden als Spieler. Die Rundenzeit wäre auch schon deutlich besser, wenn sie denn gültig gewesen wäre. Das war auf jeden Fall auf der Strecke. Ja, ich merke schon, der Wagen lässt sich jetzt deutlich besser um die Kurven bewegen. Es müsste auf jeden Fall jetzt oben grün werden, wenn mein Gefühl mich nicht täuscht. Deutlich besser. Die Strecke wird immer besser und das war sogar laut Spiel noch konform auf der Strecke. Es war einfach gültig. Jetzt mal hier nicht abkürzen, dann wäre die Rundenzeit mal gültig. Je nachdem, ob andere noch fahren, könnten wir einfach fürs Auge im Klassement heute nach vorne rutschen. Weil eine weitere Runde bekommen wir nicht mehr hin. Oh, das war knapp. So, zwei Kurven sind es noch. Am Ausgang der letzten Kurve kann ich die Rundenzeit noch ungültig werden lassen. Ja,
Ja, ich finde auch diesen Umschwung des Sounds so toll. Ist eine Kleinigkeit, das ist auch in Kanada bei der kleinen Lücke auf der linken Seite auf der Geraden so. Und genauso, wenn wir hier an der Boxengasse vorbeifahren, weil die Uhr plötzlich einfach beginnt, dieser Sound, heute die Veränderung. Heute war Sebastian Vettels Tag. Erster im Training, da wird er sich sicher auch morgen im Qualifying eine ähnlich gute Leistung wünschen. Das empfinde ich einfach als sehr schöne Kleinigkeit, die mir wiederum sehr gefällt. Genauso wie die Optik bei Starkregen. Das muss man dem Spiel lassen. Das sieht ja toll aus. Und toll sieht es auch aus, dass Vettel eine Eins hat und wir gleich zwei Einsen. Wenn man das einfach mal so stehen lassen möchte. Auf Intermediates ist er noch gefahren. Er war gegen Ende ja nochmal draußen und er konnte auch noch eine gültige Rundenzeit hinlegen. Ich hoffe dennoch, auch wenn das jetzt gegen Ende gar nicht mal so schlecht aussieht, aber es waren eben noch viele auf Regenreifen, dass wir dann im Qualifying auch mit Trockenreifen fahren können. Ja, und ich hab's gesagt, es ist mal wieder ein Fest und ausschließlich wir. Das kann man eben gut und gerne in Frage stellen, aber alles schön gelb. Den Regen haben wir nun hinter uns. Noch einmal braucht es den an diesem Rennwochenende nicht, aber was denke ich, wird im Qualifying unter normalen Bedingungen drin sein? Also etwas zurückhaltend sage ich, Ende in Q2. Dafür geht es im Rennen vielleicht weiter nach vorne, das ist einfach mein Gedankenspiel, aber warten wir einfach mal auf die Auflösung und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.